Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend und Sie sehen es ja, das Wetter hier ist richtig gut. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder Ihre Kommentatoren und heute sind wir zu Gast bei einem Ligaspiel. FC St. Gallen gegen Young Boys Bern. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Und jetzt geht's los. Elia. Sieht vielversprechend aus. Ja, wird hier gut unterstützt. Was macht er draus? Sieht gut aus, was sie da machen. So, der letzte Zug zum Tor fehlt noch im Moment, aber sie suchen natürlich ganz geduldig. Steiges Spiel, gute Idee. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Da kommt die Ecke. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Sie bekommen gleich wieder Ecke. Ecke kommt. Sah nach einem sicheren Tor aus, aber nicht drin. Nee, der Kopfball geht knapp neben das Tor. Ja, das war Pech. Ballverlust. Könnte die Führung werden. Das ist Abseits. Richtig, da war er unaufmerksam. Sie dürften selbstbewusst an die Auswärtsaufgabe rangehen. Ihre Defensivleistungen in dieser Saison sind richtig gut. Ja, die sind wirklich stark. Und wenn sie das auch heute wieder zeigen können, dann haben sie hier beste Chancen. Klasse Aktion da. Das macht er richtig gut. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen. So, Ecke kommt. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Gut gemacht da draußen. Der Ober, der fordert den Ball. Und da ist er vorbei am Verteidiger. Ganz souverän hier vom Torhüter. Da haben sie jetzt Platz. Guter Zweikampf. Lustenberger. Das macht er gut. Super Zweikampf, den Ball hat er. Das ist jetzt seine Chance. Genau hinschauen jetzt. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Ganz alleine macht er das, schnappt sich den Ball und gibt ihn erst wieder her, als es aus Sicht der Abwehr zu spät ist. Herrliches Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
Elia. Lustenberger. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Wird Ecke geben. Jetzt die Ecke. Vorne jetzt die Balleroberung. Er blockt die Hereingabe ab. Ball ist wieder weg. Er kann ihn nicht aufhalten. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Der Ball kommt rein. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Da fehlt doch einiges und er wird sich ärgern. Sie verschenken immer wieder ihre Chancen. Sie sind ja da. Das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Aber mit dieser Chancenzahl hinten liegen, das musst du auch erstmal hinbekommen. Ja, klasse Pass. Schönes Zuspiel. Den spielt er gut. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Sie machen den Ausgleich kurz vor dem Pausenpfiff. Es ist alles wieder offen, zumindest was das Ergebnis angeht. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Fängt diesen Ball ab. Chance vertan, die Kugel ist weg. Nach 45 Minuten steht es hier 1:1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Durchgang 2 hat begonnen. Lustenberger. Wird's jetzt gefährlich? Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Sieht gefährlich aus. Könnte die Führung werden. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Sie gehen in Führung. Der Außenseiter tatsächlich vorne. Und das noch nicht mal unverdient, Wolf. Sie zeigen eine konzentrierte Leistung. Das geht in Ordnung. Zwei, eins, hier ist noch alles drin. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Der Konter läuft. Guter Pass jetzt. Steiges Spiel, gute Idee. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor.
Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball. Und dann sehen wir diesen missglückten Volley. Er trifft den Ball nicht wirklich gut. Und er geht trotzdem rein. Glück gehabt. ...3-1 heißt es also jetzt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Wenn Sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Pass kommt nicht an, das muss Einwurf geben. Vorne jetzt die Balleroberung. Hereingabe in die Mitte. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ganz energisch, sie kämpfen um den Ball. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Sieht gefährlich aus, könnte der Anschlusstreffer werden. Da geht er vorbei. Geht dazwischen bei außen. Was macht er draus? Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Da ist die Flanke. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ball kommt weit. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Volley genommen. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Ecke kommt in den 16er. Flanke geht rüber an den langen Pfosten. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Vielleicht die Konterchance. Jetzt ist er durch. Der muss doch drin sein. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke kommt rein. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Der Ballverlust. Keine Diskussion, berechtigter Freistoß hier. Klasse Pass! Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Oh, wichtiger Befreiungsschlag. Schlusspfiff, nun steht es fest, Sieger dieser Partie sind die Gastgeber. Aus meiner Sicht war das heute eine gute Leistung, knapper Sieg am Ende und damit werden Sie zufrieden sein.
Das ist jetzt eine Chance. Und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Da kommt er gerade noch so an den Ball und lenkt ihn über das Tor. Wird Ecke geben. Er kann ihn nicht aufhalten. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Sieht gefährlich aus. Könnte die Führung werden. Sie liegen vorne. Und jetzt müssen wir mal abwarten, wie sich dieses Spiel entwickelt. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Der Konter läuft. Guter Pass jetzt. Steiges Spiel, gute Idee. Was für ein Tor. Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Volley genommen. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Unglaublich, was für eine Parade!